weiter geht's. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätt's erwischt. Du hast mich komm zurückgelassen, schon. Du Penner. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Keiner drin. Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Wie oft haben wir sie noch gesagt, du Depp? Fuck! Genau. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Was glaubst du, Natu, dass du das schaffst? Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde. Das und wir erledigen den Rest von... Okay. Oh, Fresse halten. Scheiße nochmal machen. Oh Mann, alles wegen dem Idiot. Okay.
Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Ach, du Scheiße. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Ach, das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Was, Nandy? Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Was? Willst du jetzt nach? Ach, komm, dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Ach, Quatsch. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand
herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Was? Wieso ich? Das war der andere. Das war der Schwarze. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Ja, Mann, scheiße. Aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Okay. Digga. Easy. Krieg mal hin. Tschö. Was mache ich jetzt mit meinem Scheiß? Ah. Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Warum musst du denken? Sollen wir loslegen? Klar. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Hi, Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Okay. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Eigentlich nicht. Bei mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich ruf dich an, sobald du dich orientiert hast. Alles klar. Sei vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Das ist mein Rohr. Geil.
So viel Natur. Oh, sorry, aber ich bin geärgert. Mach Spaß. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Kriegen wir hin. Easy, Alter. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out. Da ist das Arschloch. Oh, da ist ja noch so eins. Sag uns lieber, was du weißt, Sünderin. Ich würde mich ja vorstellen. Wir sollten besser keine Dummheiten machen. Komm schon. Hier mal. Alles sieht aus wie die Wohlfahrt. Hilf dir selbst. Du musst nicht den Helden spielen, aber komm schon. Na gut, weil du los bist. Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Wer bist denn du? Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Ein was? Was liegt denn hier wieder rum? Da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Oh, das ist ja ganz gefährlich hier. Leck mich im Arsch. Das seid ihr ja voll auf die Fresse gegangen. Sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Was ein Scheiß. Ganz oft. Ich glaube, hier ist Saft drauf. Es wurde ein bisschen. Ich glaube, das muss so. Thank you.
Kirsch? Was das wohl ist? Oh, das hat wehgetan. Alle ihre Waffen weg, bevor sie sich noch selbst etwas antun. Ich bete darum, dass wir alles bekommen, was der Vater verlangt. Das ist ja voll das krasse Zeug. So ein Ding. Und das soll ich wirklich kaputt machen. Das ist ja viel zu schade für eigentlich. Ah ja, scheiß drauf. Ach, Bomm, Junge. Was ein Scheiß. Billigzeug aus China schon wieder. Ah, das muss man wieder selber machen. Ich will kämpfen. Oh, geil, Alter. Warte mal,
cooler Typ, ey. Vielen Dank, der Bitte. Wie sieht's aus? Nimm dir Waffe, Junge. Geil. Du bist dabei. Ich vertraue dir, der Bitte. Ich mir auch. Hey, Deputy! Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Aber ich muss dir mal was beichten und mal ganz ehrlich sagen. Mein Typ wärst du nett. Wachsam bleiben. Keine Sekunde nachlassen. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ich sehe einen Peggy da drüben. Unterwegs! Deckt mich! Wenn ich sterbe, dann aber mit Würde. Unterwegs! Ich mach noch 5 Meilen vorm Schlafen. Mich wird sie überraschen. Ich sterbe dann aber nicht mehr. Rücke vor! Rücke vor! Deck mich! Erstmal. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Gut mitgedacht. Wenn du schießen kannst, schieß! Ja, mach ich sofort! Echt jetzt? Vielen Dank! Hast du was zu melden? Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Was für Ding? Ich könnte was zu trinken brauchen. Oder? Oh, was ist das? Der Roboter hat
machen das. Kultisten voraus! Unten bleiben! Drei Stück. Ich suche mir einen besseren Winkel. Wir stehen hier ganz oben in der Nahrungskette. Bist du doof? Was machst du da? Idiot! Und halt die Augen. Der ist wohl ein Kopf kürzer. Das muss die Ranger-Station sein. Krass. Ja, mach mal, was hier so abgeht. Ich ertrage es kaum, hier anzuschauen. Da. Hey, Digga, wie geht's um? Was für Gottes? Ich muss zeigen. Die dürfen nicht fliehen. Hey, legt mir jemand mit deiner Kopf an, Junge. Unterwegs! Heiliger Vater! Kerze gerade daneben geschossen. So erschannt. Es geht doch nichts über kalte Luft. Geiles Ding. Okay, wird gemacht. In Position. Ich geh mal auf die Leiter.
Was? Oh, da ist was. Okay, wie komme ich schon rein? Nichts ist schöner als Müll von jemandem zu nehmen und was Nützliches draus zu machen. Alter, die Schüssel liegt mir auf dem Kopf. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Ja, pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sind auch du Obersünder, Junge. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden.
Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegt. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. John Seed hat deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Der will mich wohl verarschen. Der kriegt von mir so eine Baseballschläger quer in den Arsch geschoben. Jungspund, ich hab dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Wer wird das Applauswunder erleben, Alter? Ich komm zu dem zuerst. Aber das Glas